25,3 Punkte, 6,5 Assists und eine Effektivität von plus 25. So lasen sich die Statistiken des wahrscheinlich besten Spielers dieses Albert-Schweitzer-Turniers vor der Begegnung gegen Deutschland. In allen drei Statistiken führte der 18-jährige Ludwig Håkansson das Feld an und auch den Zuschauern in der GBG-Halle an diesem Spätnachmittag wurde schon bald klar, dass diese Werte kein Zufall waren. Exakt 14 Sekunden dauerte es, bis Håkansson den ersten Dreier im deutschen Korb unterbrachte. Und es sollte nicht der letzte gewesen sein. Zunächst brachte sich aber auch die deutsche Mannschaft durch Aqua und Kamp auf das Scoreboard. Dann ließen es die Schweden aber wieder Dreier regnen. Sheriff Dramme netzte zuerst ein. Dann war es wieder an der Zeit, der Ludwig Håkansson Show beizuwohnen. Unter Bedrängnis und mit der Hand im Gesicht versenkte er den nächsten Distanzwurf. Den Angriff darauf dirigierte er zunächst und leitete somit den nächsten Treffer der Schweden ein. Erneut mit der Hand im Gesicht verwandelte Håkansson auch den nächsten Dreier und zwang Alan Ibrahimagic beim Stand von 18:14 früh zu einer Auszeit. Das deutsche Team war danach fokussierter und verkürzte den Rückstand nach 10 Minuten auf 20:21. Im zweiten Viertel eroberte die DBB-Auswahl die Führung, auch wenn die Schweden immer wieder zu schönen Punkten kamen. Nach einem 4:0-Lauf ging das deutsche Team mit 36:30 in die Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Hälfte sah alles nach einer klaren Sache zugunsten der ING Dieber Korbjäger aus. Eine 47:34 Führung nach 5 Minuten. Dann jedoch riss der Faden im deutschen Spiel. Ein Ballverlust jagte den nächsten und im Gegenzug nutzten die Skandinavier ihre Möglichkeiten. So verkürzten sie den Vorsprung auf 51:64. Im ersten Abschnitt des letzten Viertels legten die Schweden nach und zeigten auch in der Defense eine ansprechende Leistung. Zudem war Håkansson zurück, der sich im dritten Viertel etwas geschont hatte. Mitte des Viertels kamen die DBB-Jungs aber wieder heran und zeigten guten Basketball, ohne sich jedoch entscheidend absetzen zu können. Lediglich auf 3 Punkte belief sich der Vorsprung 5 Minuten vor dem Ende der Partie. Im Anschluss daran war Ludwig Håkansson wieder kaum zu stoppen. Er traf, wie er wollte, und dirigierte seine Schweden zu einer 66:62 Führung, 2,5 Minuten vor dem Ende. 32 Punkte erzielte er insgesamt und traf 7 seiner 10 Dreier. Mahir Aqua und Lars Kamp behielten aber die Nerven auf deutscher Seite und trafen zum 67:67. Håkansson hatte noch die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, verfehlte jedoch den letzten Wurf. In der Overtime zeigten sich die Schweden dann von ihrer besten Seite. Fast jeder Distanzwurf fand sein Ziel. Die deutsche U18 hatte ihre Nerven nicht im Griff oder Pech im Abschluss. Zwar wurde Håkansson jetzt gedoppelt, an seiner Stelle trafen aber Erik Johansson und Leo Leitner. Am Ende jubelten die Schweden über einen letztendlich verdienten 81:73 Erfolg.
Am Samstag spielen sie gegen die Ukraine um Platz 5. Unsere Mannschaft trifft im Spiel um Platz 7 auf die Spanier. Ihr sah heute lange, zumindest bis zum dritten Viertel, wieder fast sichere Siege aus. Was ist dann passiert? Was habt ihr gerade auch vielleicht in der Kabine darüber gesprochen? Ja, auf dem Niveau, wenn du da ein, zwei Minuten oder sogar 30 Sekunden mal pennst, und so war es auch, wird es halt bestraft und dann hatten die einen Run und dann waren sie vorne. Aber ja, wie gesagt, wir müssen halt, ja, unser Trainer hat gesagt, wir müssen uns Eier zeigen und das ist halt das Ding. Gegen solche Mannschaften müssen wir gewinnen. Das wird sich auch zeigen bei der B-Europameisterschaft. Solche Teams müssen einfach von uns besiegt werden. Und ja, am Schluss zählt es halt dann einfach. Wir haben es halt nicht geschafft, einen Spieler zu kontrollieren. Und am Ende sieht es dann so aus. Jetzt habt ihr zum Abschluss des Turniers am Samstagmorgen nochmal einen ganz anderen Gegner mit Spanien. Wie kriegt man sich dafür jetzt noch motiviert? Ja, ich glaube, alle Jungs sind jetzt nochmal top motiviert, nach so einem Spiel, was wir echt weggeschenkt haben, nochmal alles zu geben und die wirklich aus der Halle zu fegen mit Herz. Ja, und dann hoffen wir, dass wir das Turnier noch einigermaßen gut abschließen können.